Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Game & Watch Gallery. An meiner Seite immer noch der großartige Ermes Standard. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Und jetzt haben wir endlich den beschissenen Klempner. Was, Mario. Was lutscht der da seinen Gameboy ab? Vielleicht ist er kurzsichtig. Ach komm. Nee, next topic. Nein, wir wollen das Game spielen. Play the damn game. So, wir haben... Da, wir haben jetzt 4 Games. Bist du bereit für Manhole? Als hätten wir es noch nie gesehen. Yoshi. Ja, es gibt in Modern und Classic. Nee, ich bin gerade ein bisschen über das Pad verwundert. Wir spielen noch ein Gameboy-Spiel, oder? Ja, natürlich. Warum ist ja, natürlich. Super Nintendo? Ja. Wahrscheinlich, weil das die Version für ein Super Gameboy ist. Also ihr seht, das ist die Classic-Variante, die kennt ihr ja. Das ist jetzt nicht so spannend, denke ich. Deswegen machen wir mal die remixte Version. Die sind prinzipiell alle gleich, nur dass sie jetzt hier ein bisschen feiner aussehen. Da ist der Yoshi. Die Musik ist auch besser. Ah, oh, Yoshi, du bist großartig. Ja, du musst es festhalten. Sonst fällst du runter. Ach, unten muss man nicht festhalten. Ah, okay. Oben auch? Ja. Fallen die auch wieder runter, die Dinger. Wir sehen doch die Pilze wiegen doch nichts. Aber da kommt ein Affe. Das ist übrigens der alte Donkey Kong, ne? Das ist der von Donkey Kong Jr. Das ist der richtige Donkey Kong. Ah, so. Ja, ja. Ja, du weißt sowas. Ja, das ist der von Donkey Kong 64. Du wirst die ja alle Let's Playen, deswegen ist das kein Thema. Ach so. Du musst dem N64 mal ein bisschen helfen. Weiß Nintendo geht's nicht so gut, da muss man was tun. Meinst du, das bringt ja was, wenn ich jetzt N64-Spiele spiele? Ja, ja. Kann das sein, dass das im Modern-Modus jetzt schaffbarer ist, oder kommt mir das nur so vor? Na, warte doch mal ab. Das wird bestimmt noch schwieriger. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen hübscher aus. Das auf jeden Fall. Sind wir nur Toad und der Affe? Na komm. Ist doch nicht alles kaputt hier. Ja, ja, ja. Was ist aber drauf? Ja, ich war jahrelang Gullideckel. Ich kann mich damit hervorragend identifizieren. Ich glaube ja eher, dass das Münzen sind, aber bitte. Ja, aber das wäre doch doof. Coinhole. Mann, alles kaputt hier. Kackpilze. Oh, jetzt wird's kompliziert. Hey, gut. Alles kaputt. Boah. Ja, geh doch, hol doch! Geh doch, wo das Pilzkönigreich ist, Mensch! Gott sei Dank ziehen die sich nie aus. Obwohl, hallo? So ein Naked Pilz? Oder ein Naked Affe? So Strip Donkey Kong? Überlege ich mal die Möglichkeiten. Aber ich glaube, das. Machen. Ich glaube, das reicht als Angucker. So, kommen wir zu Fire! Ja, mit Luigi. So, kommen wir mal erstmal in den Klassikmodus mal eben rein. Linsen. Ha, das kenne ich noch. Ja. Das war auch noch. Ich glaube, das war tatsächlich ein Game & Watch Wortwitz tatsächlich wirklich komplett in Rot. Ah, gute alte Zeiten. Okay, müssen wir also, wie die aus dem Fenster springen, zum Krankenwagen rüber boxieren. Also ja doch die beiden Klempner. Sind ja doch die beiden. Und immer wieder der blöde Tote, der in Gefahr ist, ja?
Mach doch mal hin. Komm, gib mal Gas hier. Machen wir die erste wichtige Frage beim Rettungsdienst. Kasse oder privat? Ist das denn Little Yoshi? Doch, sieht so aus. Ist das der gerade, der aus dem Ei kam oder was? Ja, natürlich. Wo ist der eigentlich nicht? Ja, eigentlich hat man von dem her nichts mehr gehört. Ja. Da ist er wieder. Genau. Oh, nur ein Ei. Oh, ein Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oh, zack. Ja, das sieht schon knuffig aus, wie wir da rumbouncen. Und es gibt so viele von diesen Kackpilzen. Toad und seine Brüder. Das ist aber hier, ne? Ich sehe schon, das ist kein Krankenwagen, sondern so ein Pilztaxi oder sowas. In der schönen Nintendo-Welt. Ja, da stirbt doch keiner, wenn die auf den Boden fallen. Das könnte so ein bisschen auch ein Minispiel sein bei Animal Crossing oder so. Boah, jetzt drehen sie durch. Jetzt gehen sie steil. Boah, war klar. Oh oh. Ja, heul doch. Aber schnell weitermachen. Ist was passiert? Ne. Haben sie sich was gebrochen? Ja, Kartoffelsalat. Ja, es läuft. Was meinst du, wird es noch dreistellig? Oder wird der Druck zu hart? Ich glaube, der Druck wird zu hart. Ich sollte die Fresse halten manchmal. Halt doch mal beim Kommentieren die Schnauze. Ja, genau. Na komm, die 100 will ich. Ja! Gut. Jubeln, jubeln und nach Hause gehen. Ach. Was, du kannst mich mal. Ja, Affe. Oh. Voll auf den Arsch. Ja, 103. Auch hier wieder gerne Antwortvideos. So, Oktopus. Das kenne ich auch noch. Das war das mit dem Taucher, gell? Ja. Ach, das hier, ja. Moment. Ja, ja, Ruhe. So, und dann den Schatz holen. Ja, komm, mach deine. Und dann, ne? Ah, jetzt hat er einen Schatz. Okay. Ja, das, ich erinnere mich. Glückwunsch, du hast einen Score von 1 erreicht. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, Mama. Wen schicken sie da runter? Ist das Mario? Ich wollte nur gucken, wer das ist, hör mal, du Vogel! Das ist Mario, ne? Jo. Ja, klar, Peach lässt ihn für sie arbeiten. Der klaut! Kommt der doch aus Palermo. Alter, wieso kannst du. Wieso kommst du denn da jetzt nicht hoch? Ja, du weißt schon, dass du da in die Arme nicht reinlaufen darfst, ne? Ja, ja, sicher! Ich bin ein bisschen schockiert, der klaut und kommt dann den Berg nicht hoch. Was ist denn da los? Ist vielleicht zu viel geklaut? Ich weiß es nicht. Ich mach jetzt mal nur ein kleines Ding. Ja, es geht besser. Also werden Gierschlunde hier bestraft. Alles mitnehmen. Ja, ist wirklich. Nein. Bist du schwerer? Ja, ja, gut, dann muss man das besser teilen. Na, könnt ihr auch mehrere Leute schicken. Wofür hat der einen Bruder? Ui, dumm. Guten Tag. Was sagt die da eigentlich ein? Macht die nur den Sack leer und dann kriegt er wieder, oder was? Muss ich immer noch auf achten. So, komm. Na, komm.
Ah. Da wird er zum ersten Mal auch abgeknutscht, was im ganzen Game nicht passiert. Nee, ist klar. Naja, ein Herzchen kriegt doch. Das ist unrealistisch. Ja gut, du weißt ja seit Popeye, was das bedeutet, hör mal. In Amerika haben sie schon vermehrt mit der Nummer. Muss ich das eigentlich zensieren? Wo du da dran denkst. ohne Witz, den Gag müssen wir eigentlich auch mal machen. Irgendwie in ein total banales Spiel und dann da Zensuren reinbauen. Mit dem Hinweis, ne, nicht, dass das von Amerikanern missverstanden wird. Ich mag dich nicht, Octopus. Immerhin 35 Punkte. Ich gehe den jetzt essen. Bäh, eklig. So, voll Panik. Ach so, genau, das war das mit... Hä? Ach so, ich muss dem da in die Tonne werfen, ne? So war das. Ja, genau. Was steuerst du denn? Den oberen. Ach so, und wenn voll ist, dann kannst du aus dem Fenster kippen. Da, wo der steht, der Typ. Genau. Und natürlich möglichst, ich kann das mal zeigen, was auch ganz lustig ist, mit Öl das Mädel zu übergießen. Finde ich total lustig. Komm, dann machen wir den anderen auch noch. Ne, Old Panic war schon lustig. Das war, glaube ich, ein Spiel mit Dual Screen. Also sozusagen ein prähistorischer DS. Was macht Bowser da jetzt? Achso, ich muss jetzt... okay. Ach, du hast zwei Becher. Wer bist du denn? Yoshi trinkt das? Naja. Der frisst ja auch alles. Nein, das, was du meinst, ist Pac-Man. Also, Yoshi isst doch kein... trinkt doch kein Öl. Guck. Aber das wäre wirklich auch so ein Ding für ein DS, wäre das gar nicht schlecht, ne? Sag mal, ist das überhaupt Öl? Ich meine, das kommt ja oben vom Bowser. Meinst du, ja. Die Schildkrötentoilette? Ja. Das ist ja widerlich! Alter Pisser! Alter. Tja. Yoshi trinkt das. Bah. Ja gut, er macht ja auch... Obwohl, ne, er macht ja Feuer davon. Also es ist schon wahrscheinlich Öl. Das ist ein Sprit. Denk dran. Alkohol löst keine Probleme. Kannst du Mario auch drehen? Was war das denn? Ja, war voll. Das Glas. Deswegen sagt ja, ob du den drehen kannst. Müsste eigentlich auch gehen, ne? Nee, er glaubt, er bleibt immer in... einer Reihe. Also hier ist der Unterschied eben, dass du zwei Eimer hast. Der rechte für rechts und der linke für links. Total. Na, komm, Yoshi. Ja, das war nicht gut. Es brennt übrigens. Das glaube ich vielleicht auf die Dauer nicht so gut. Aber warum greift er denn Leute mit Öl an? Seine neue Masche. Ich meine, ich weiß ja, dass der Ölpreis nicht mehr so gut ist, aber das ist doch lächerlich. Oh oh. Ach, da ist Luigi unten. Ja, komm, dann müssen wir auch noch mal eben Donkey Kong übergießen. Ja, komm, Rache. Für Teil 1. Wie viel kann ich denn da noch machen? Ah, okay. Du kannst drei Tropfen verpassen und dreimal falsch kippen. Ist natürlich fair. Das ist ja viel zu einfach. Das kann ja jeder. Sagt der Mann, der gerade 45 Punkte hat. Ja, komm. Jetzt haben wir schon 50. Also. Und ich will ja die Videos jetzt auch nicht so tierisch lang halten. Natürlich.
Das ist auch immer meine Ausrede. Ja, ist das so? Die meisten haben doch eh eine Auffassungsgabe für 20 Sekunden, ist doch Ende. Deswegen sofort am Video schon abonnieren und kommentieren und so. Normalerweise ja. Zack. Ich habe jetzt wieder einen neuen Top-Kommentator. Ich weiß nicht, ob der das hier gerade sieht oder sonstiges. Sein neues Hobby ist gutes Let's Play bei jedem Video. Ob es das eins ist oder nicht. Ja, Mario mag seinen Bruder nicht. Ja, schade. Das ist die andere Version von Tern und Federn, glaube ich. Ja, haben wir das auch schon durch. Bereit für Game & Watch Gallery 2? Ich auf jeden Fall. Ja, und wehe ihr nicht, dann aber Kashinga. Abonniert den großartigen MS Standard, abonniert mich. Wir sehen uns dann wieder in alter Frische bei Game & Watch Gallery 2. Bis gleich. Bis gleich.